Hallo zusammen, heute melde ich mich mal vom Baubetriebshof, wo in den vergangenen Tagen wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und geleistet wurde. Hinter mir seht ihr die Sandsackfüllanlage und die ganzen Paletten, wo Sandsäcke gefüllt wurden. Vorab die gute Nachricht, die Lage hat sich jetzt erheblich entspannt, die Pegel sinken, die Niederschläge sind zwar zu erwarten, aber nicht mehr so drastisch und so hoch, und insofern glauben wir, gehen wir davon aus, dass das Gröbste jetzt erstmal vorbei ist. Aber ganz wichtig, die Fließgeschwindigkeit der Ems ist weiterhin da, es sind weiterhin Schäden und durch das abfließende Wasser werden auch einige Schäden sichtbar. Das heißt, es ist jetzt nicht alles komplett vorbei, bitte weiterhin Vorsicht walten lassen. Ich möchte das Video nutzen, um auch einfach schon mal Danke zu sagen. In den vergangenen Tagen, seit dem 23. Dezember, über Heiligabend hinaus, über die Weihnachtstage, haben hier wirklich ganz, ganz viele Rettungskräfte dafür gesorgt, dass eben das Hochwasser sich nicht ausbreitet und dass möglichst wenig Schäden eintreten. Insgesamt wurden hier in dieser Halle 4000 Sandsäcke gefüllt. Hier haben alle Hand in Hand zusammengearbeitet, die technischen Betriebe, die THW oder das THW, die Freiwillige Feuerwehr, DRK, DLG, Malteser, Stadtwerke, Polizei, alle haben hier zusammengearbeitet. In der Spitze waren es bis zu 70 Feuerwehrkameraden, 40 von THW, 35 von den TBG und dann eben noch die weiteren Hilfsorganisationen, wo wir die Einsätze aber und die Zahlen noch nicht ganz ausgewertet haben. Es zeigt also jetzt schon mal, dass das ein riesiger Einsatz war und der hat gefruchtet, ganz, ganz viel konnte abgewendet werden. Es gab eine ganz gefährliche Situation in Aldrup, wo wir aber am Ende des Tages ein Pumpwerk auch bewachen konnten, sodass es auch am Ende des Tages funktioniert hat und eben die Einwohner nicht evakuiert werden mussten. Viel ist im Hintergrund gelaufen, viel wurde im Hintergrund vorbereitet und auch frühzeitig. Wir waren häufig vor der Lage, wir konnten also viel verhindern. Und insofern können wir dann hoffentlich guten Gewissens und beruhigter in das neue Jahr starten. Insofern, das war jetzt ein Update hier und all die ich jetzt nicht mehr sehe, wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Grüße, ihr und euer Dietrian.